Und ihr alle traut euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Bookstock, das Hugendubenfestival. Ich freue mich, dass wir uns heute hier so digital zusammentun können und ein bisschen reden können mit Marc Elsberg, der jetzt auch schon bei uns ist. Herr Elsberg, sind Sie da und geht es Ihnen gut? Ich bin da, hallo, mir geht es gut, ja, danke. Und Ihre Kamera ist ein bisschen schärfer im Gegensatz zu meiner. Das liegt an meiner Internetverbindung. Aber das wird wahrscheinlich auch so gehen. Ich freue mich, dass schon so viele mit dabei sind. Herr Elsberg wird heute eure Fragen beantworten und natürlich auch meine. Also stellt gerne im Chat Live-Fragen mit. Wir bemühen uns dann, da überall drauf einzugehen. Mein Name ist Paulina. Ich moderiere den Podcast Mordlust mit meiner Kollegin Laura Wolas zusammen. Das heißt, ich beschäftige mich mit Verbrechen, mit ganz vielen üblen Sachen, die einem den Schlaf rauben, also mit allen Sachen, weswegen ihr auch heute hier seid. Und bevor wir starten, hier noch ein Hinweis zu unserem Gewinnspiel. Ihr werdet hier im Laufe dieser Veranstaltung vier Buchstaben aufblitzen sehen. Die könntet ihr euch aufschreiben und dann ergibt das am Ende ein Wort. Und am Ende dieser Veranstaltung könnt ihr dieses Wort schicken an events@hugendubel.de und dann könnt ihr eines von fünf handsignierten Büchern von Marc Elsberg gewinnen. Es geht natürlich um Gier. Und das ist nicht das einzige Gewinnspiel im Laufe der ganzen Bookstock-Veranstaltung. Ploppen insgesamt 40 Buchstaben auf. Und das ergibt dann am Ende einen Satz. Und wenn ihr diesen Satz habt und wisst, welcher Autor oder welche Autorin diesen Satz geschrieben hat und in welchem Buch, dann nehmt ihr diese drei Informationen, also der Satz, Autor oder Autorin und in welchem Buch das war. Und dann schickt ihr das auch an events@hugendubel.de. Und dann könnt ihr eines von drei riesigen Buchpaketen gewinnen. Und da wünsche ich euch viel Erfolg bei. Und wir starten jetzt mit Marc Elsberg und Gier. Wie finden Sie das jetzt gerade, dass wir diese Möglichkeit haben, uns auszutauschen? Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen vielleicht ja auch Lesungen fehlen. Ist das so momentan? Momentan wären ohnehin keine Lesungen geplant gewesen oder zumindest nicht so viele. Aber natürlich hätte ich gern die Möglichkeit gehabt. Ich hätte sowohl im ersten Lockdown im Frühjahr schon als auch jetzt im Herbst diverse Lesungen und Vorträge gehabt. Ich bin ja relativ viel eingeladen, bei Wirtschaft und Politik auch zu den Themen meiner Bücher zu sprechen oder zu diskutieren. Und das geht jetzt natürlich nicht. Aber wenigstens geht's so. Also ich habe diese Woche schon zweimal tatsächlich bei größeren Kongressen Keynote-Speeches gehalten, auf so elektronische Art und Weise. Ich habe hier gerade gelesen, dass bei Ihnen steht, Sie schreiben gerne im Dunkeln. Wie machen Sie das? Ist das nicht anstrengend für die Naja, Augen? nein, der Bildschirm gibt ja jede Menge Licht. Naja, und ganz im Dunkeln. Im Dunkeln im Sinne von, wenn es draußen dunkel ist. Also aus irgendeinem Grund habe ich Schwierigkeiten scheinbar, außer es kommt wirklich die Deadline sehr, sehr nahe, mich tagsüber zum Arbeiten zu bringen. Da tue ich dann den ganzen Tag alles Mögliche, nur nicht schreiben. Und im Augenblick, wo es so beginnt zu dämmern, geht das viel einfacher. Ich habe das sogar schon probiert, einfach in der Früh alle Rollladen runterzulassen, damit es dunkel wird. Aber selbst das funktioniert nicht wirklich. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie diese Dunkelheit brauchen, um sich selbst so ein bisschen in so eine Stimmung zu versetzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eher kann ich durchaus auch bei Tageslicht arbeiten. Also das dürfte eher so ein psychologisches Ding sein, dass man sich denkt, man hat noch so viel Zeit und je, vielleicht hat es auch gar nicht mit dem Dunkelsein zu tun, sondern mit dem Ende des Tages, dass man jetzt den ganzen Tag verbummelt hat. Und erst wenn es dunkel wird, draufkommt, das ist dann so das Zeichen, oh, der Tag ist vorbei und der Bildschirm ist noch immer weiß. Früher wäre es das Blatt gewesen, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, etwas zu machen. Also vielleicht fällt es mir gar nicht einfacher, im Dunkeln zu schreiben, sondern ist nur der Druck größer, damit man den Tag nicht ohne einen geschriebenen Buchstaben hinter sich gebracht hat. Könnte auch sein, wahrscheinlich. Manchmal braucht man ja so ein bisschen Druck, um mal ein bisschen was voranzubringen. Ich habe eben noch Manchmal ist einmal in dem gut. Livestream,
Dann haben wir eine ähnliche Arbeitsweise auf jeden Fall. Ich habe hier eben in dem Livestream vor uns einmal geguckt und da hatte meine Kollegin mit der Autorin Rumi Hausmann geredet und die hat was Witziges gesagt und zwar meinte sie in ihren Büchern, da fühlt sie sich manchmal so ein bisschen, als würde sie Gott spielen. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn das stimmen würde, wären sie dann ein sehr ungnädiger Gott? Naja, das kommt ganz auf die Perspektive an, würde ich sagen. Ich finde mich ja, also ich glaube, das geht fast allen Autorinnen und Autoren so, man ist so ein bisschen ein Gott in seiner kleinen Welt. Und in meinen Büchern, ja, das sind dann natürlich meistens ein bisschen dramatischere Szenarien, wie das bei einem Thriller oder einem Krimi ja auch ganz normal ist. Also insofern wäre ja wahrscheinlich jeder Krimi- und Thriller-Autorin, Autor, ein zorniger, alttestamentarischer oder noch schlimmer, altgriechischer Gott, der Blitze auf die Welt schleudert, Fluten und tausend Plagen schickt. So würde ich mich aber gar nicht sehen eigentlich oder verstehen, weil ich eigentlich versuche in meinen Büchern immer auch, das mag jetzt nicht jeder gleich so sehen, aber immer auch positive Seiten zu sehen. Also wenn man denkt an mein Buch Blackout etwa, da schreibe ich ja eigentlich darüber, wie gut es uns geht und was wir zu verlieren haben. Oder wenn man an Zero denkt, an die Überwachungsgeschichte, da lernt ja die Protagonistin, die Cynthia, im Lauf der Geschichte diese Medien durchaus zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen. In Helix werden natürlich auch Nachteile der Gentechnik thematisiert, aber auch durchaus potenzielle Vorteile. Wenn man jetzt überlegt, was wir gerade in der Pandemiesituation erleben, beziehungsweise was vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass nämlich ein Impfstoff gefunden wurde, der nicht zuletzt mit solchen Technologien hergestellt werden kann, zeigt das ja, dass das durchaus auch gute Seiten hat. Und nicht zuletzt in Gier. In Gier ist ja, finde ich, sowieso, fällt da ganz raus, weil wir haben so ein dramatisches Setting in Gier. Da gibt es eben diese große Wirtschaftskrise. Ich habe das Buch ja geschrieben, bevor wir in eine große Wirtschaftskrise kamen. Und im Gegensatz zu den Büchern davor, wo ich ja meistens einfach das Szenario aufgezeichnet hatte, da wird ja in Gier tatsächlich eine Lösung angeboten, sogar eine sehr positive, wie ich meine. Also insofern glaube ich, bin ich kein ganz böser Gott. Am Anfang denkt man aber erstmal, man ist ja gleich in so eine dunkle Stimmung, da wird man ja erstmal hineingerissen bei Gier, finde ich zumindest. Also ich habe mich ziemlich beklemmt gefühlt, alleine schon deswegen, weil ich erst habe ich mich dabei ertappt, dass ich dachte, ach, das ist ja alles recht futuristisch, was da erzählt wird, und dann gemerkt, so futuristisch ist das ja eigentlich alles gar nicht. Gut, das ist ja bei den meisten Büchern von mir so, und das versuche ich ja auch zu erreichen, dass also ich möchte keine Science Fiction schreiben. Ich versuche immer so nahe am Leben zu bleiben, dass die Leute sich eventuell genau der Effekt eintritt, sich vorstellen können, dass das passieren könnte, weil ich das Gefühl habe, wenn man Science Fiction schreiben würde, also oder Fantasy, ist in dem Sinn dann verwandt, wo man in einer fantasierten Welt ist, in einer imaginierten Welt und vor allem in einer Welt, die sehr weit weg ist, entweder zeitlich oder räumlich oder überhaupt in einem Paralleluniversum oder sonst wo, dann kann man als Leser, Leserin sich immer denken, okay, das betrifft mich nicht. Und wenn ich es aber als Autor schaffe, die Leserinnen und Leser in ihrer eigenen Welt abzuholen, dann entsteht eben diese Betroffenheit und die möchte ich dir durchaus erreichen. Also mich haben Sie auf jeden Fall betroffen gemacht, gerade was so die digitalen Geräte angeht. Wie halten Sie das so mit der digitalen Welt? Haben Sie da manchmal Sorge bei Naja, all dem, was Sie recherchieren? also wie man sieht, unterhalten wir uns gerade über das Internet aus zwei verschiedenen europäischen Großstädten. Ich habe AirPods da im Ohr, wie man sehen kann. Ich komme ja auf diesem Bildschirm immer ein bisschen vor. Meine Generation kennt noch seinen alten Louis de Funès-Film Louis und die Außerirdischen. Ein bisschen so komme ich mir vor. Die Außerirdischen haben auch so komische Dinge auf den Ohren. Und insofern, wenn man am modernen Leben teilnehmen will, kann man sich dem nicht wirklich verschließen. Ich persönlich versuche zwar
vereinzelt Dinge zu machen, wie zum Beispiel ein VPN zu verwenden, zum Teil über Tor zu surfen und so weiter und so fort. Mir ist aber gleichzeitig bewusst, dass das eher Symbolcharakter hat, als es tatsächlich verhindert, meine Spuren im Internet überall hin zu verfolgen. Da Trotzdem müsste finde ich das ich natürlich ganz. wirklich, ich müsste auf eine einsame Insel mich zurückziehen, wenn ich das nicht wollte und wie Robinson Crusoe dort leben. Und da habe ich jetzt auch, muss ich gestehen, keine so große Lust drauf. Das möchten wir auch nicht, dass sie das tun. Ich finde das ganz gut, dass man das dann mal vor Augen geführt bekommt, trotzdem, wo das alles natürlich tendenziell auch mal hingehen könnte, damit man nicht so die Augen davor verschließt, mit was wir uns hier so alles beschäftigen. Wie ist das bei dir? Was mögen Sie an dem Buch so besonders? Was ist Ihnen da wichtig, was die Menschen mitnehmen aus dem Buch? Naja, Gier war ja für mich tatsächlich ein großes Experiment, muss ich sagen, weil ich über diese Konzepte gestoßen bin, die ich in dem Buch vermittle. Die gibt's wirklich. Die sind ja von Londoner Wissenschaftlern entwickelt worden und auf die bin ich eher zufällig gestoßen. Das sind also wirklich Konzepte, die zeigen und erklären, wie Wirtschaft funktionieren und zwar wesentlich besser, als das die gängigen Konzepte und Modelle beschreiben. Und ich hab mir gedacht, sowas müsste eigentlich stärker an die Öffentlichkeit. Nur waren eben diese Papiere, die die Londoner erstellt haben, klassische Wissenschaftspapiere, wenn man das liest, zum Mathematik, eben diese Bauernfabel, die eine wichtige Rolle spielt. Und die Londoner haben dann gesagt, das stimmt, genau so ist es richtig. Und endlich kann man es mal so vielleicht ein bisschen leichter verstehen, was wir meinen. Und dann habe ich mir halt gedacht, dann möchte ich einen Thriller draus machen. Also was ich am spannendsten bei Gier finde, ist wirklich diese Konzepte, die da hier transportiert werden. Mir ist auch ganz bewusst, dass das für die Leserinnen und Leser, und deswegen sage ich, es war für mich ein großes Experiment, wirklich viel verlangt und nicht jedermanns Sache ist. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn das jemand sich nicht durchrechnen will. Man hat ja trotzdem einen spannenden Thriller zu lesen. Aber für jene, die sich ein bisschen stärker damit auseinandersetzen wollen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie unsere Gesellschaft besser funktionieren könnte, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir jetzt gerade erleben, gigantische Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt oder in der wir schon mittendrin sind, es vielleicht doch ganz interessant ist, sich mit diesen Dingen ein bisschen näher zu beschäftigen. Ja, wie wir eben schon vorher gesagt haben, manchmal kommt es immer näher. Man hat tatsächlich in den Tagen manchmal so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass das nicht so ist, ja. Wir würden jetzt gleich mal ein paar Fragen beantworten. Also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann stellt sie gerne jetzt in den Chat. Solange ihr tippt, erinnere ich alle nochmal, die gerade frisch dazugekommen sind, wo wir hier sind. Wir sind bei Bookstock, das ist das Hugendubel-Festival. Marc Elsberg beantwortet jetzt gleich eure Fragen und ihr seht hier im Laufe der Veranstaltung immer vier Buchstaben aufblitzen. Die könnt ihr aufschreiben und am Ende an events@hugendubel.de schicken. Dann könnt ihr eines von fünf signierten Büchern von Marc Elsberg gewinnen, und zwar Gier. Und jetzt gucken wir mal, was die Leute so geschrieben haben. Hier wurde gerade schon gefragt, was für Bücher Sie denn gerne lesen. Oh, ich lese quer durchs Gemüsebeet. Also ich lese gern Thrillers und Krimi, so wie ich sie selber auch schreibe. Ich glaube, sonst würde ich sowas auch nicht schreiben können, wenn ich das nicht selber gern lesen würde. Ich lese aber auch alles andere ganz gern. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade gelesen ein Buch von einer italienischen Autorin, Melandri, die hat letztes Jahr den österreichischen Buchpreis gewonnen, habe ich mir jetzt mal durchgelesen. Das ist eine Geschichte, eine italienische Familiengeschichte, die ja das Thema der italienischen Besatzung und des Kriegs in Äthiopien in der Zwischenkriegszeit behandelt. Ich lese diverse Sachbücher auch immer wieder. Ich lese natürlich sehr, sehr viel an Recherchematerial für meine Bücher, ganz klar. Da eines meiner sozusagen, wie soll man sagen, alten und ältesten Lieben, die Kunst ist. Ich habe ursprünglich einmal gedacht, ich wäre Maler oder Künstler, auf der zu studieren. Lese ich sehr viel über Kunst. Und was ich auch gern lese, sind Graphic Novels.
Okay. Hier ist eine interessante Frage von Agnes, und zwar, ist etwas von Ihnen in einem Ihrer Charaktere? Naja, das ist Vom eine aktuellen Frage, Buch die vielleicht oft jetzt nochmal. gestellt wird im aktuellen Buch. Es ist, glaube ich, in allen Büchern, das ist ganz häufig die Diskussion. Was steckt von der Autorin, vom Autor in den Charakteren drinnen? In Büchern wie meinen sagt man dann gern eigentlich nichts und tut es auch oberflächlich nicht, aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es steckt gar nichts drin, weil Schreiben ist ja letztendlich so ein Prozess, der sehr, sehr viel auch Intuitives und Kreatives und so Unbewusstes beinhaltet und aus dem kommt. Und da steckt zwangsläufig in jeder einzelnen Figur immer irgendetwas von einem drinnen, ob man will oder nicht. Also ich glaube, dieses große Trennen von Autorin und Autor einerseits, beziehungsweise ihren oder seinen Figuren, das ist im Bewusstsein, ja. Also ich entwerfe jetzt keine Figuren in meinen Büchern, wo ich sagen würde, das bin ich oder da ist auch nur ein Teil von mir ganz bewusst. Der oder der oder die oder so. Aber ich glaube, unbewusst fließt da schon immer wieder irgendwas ein. Ich wüsste aber gar nicht so richtig was. Und die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, sind das, also in den Büchern, sind das welche, die Sie immer auch privat sehr auf Trab halten? Oder ist das auch manchmal so, also woher nehmen Sie denn neue Ideen? Ist das immer was, was Sie beschäftigt vorher, privat? Das ist unterschiedlich. Meistens sind es Themen, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigt haben, wo ich aber nur sozusagen ein großes Thema mal im Kopf hatte, aber lange nicht verstanden habe, wie will ich es eigentlich erzählen, was ist die Geschichte dazu. Das war beim ersten Buch schon so, bei Blackout, wo ich mir lange gedacht habe, ich möchte eigentlich ein Buch schreiben. Ich wollte ja kein Buch über einen Stromausfall schreiben. Ich wollte ein Buch darüber schreiben, wie unsere komplexe, vernetzte, moderne, globale Welt funktioniert. Dass alles von allem abhängt und miteinander zusammenhängt. Und da war lange die Frage, wie erzählst du diese Geschichte? Und eine Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen, ist eben, indem man einen Teil dieses komplexen Systems wegfallen lässt, in dem Fall die Stromversorgung, und dann merkt man, bricht alles andere zusammen und dadurch erkennt man, dass alles zusammenhängt. Bei Zero war es mindestens ebenso lang. Also das Buch habe ich ja 2012, 13 geschrieben und da gab es einen Vorgänger schon in den frühen Nullerjahren. Da hatte ich mal eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben. Da kam das alles schon vor, was später Facebook wurde und YouTube und ich hätte Dinge gründen sollen, statt Science-Fiction-Geschichten darüber zu schreiben. Und das haben natürlich nicht so geheißen. Also die hatten sehr langen Vorlauf und auch Helix beispielsweise war so, diese Gentechnik-Geschichte, dass ich mich schon wahnsinnig lang dafür interessiert habe. Ich habe sogar, wie ich dann mich über Helix gemacht habe und entschieden habe, es wirklich zu schreiben, habe ich tatsächlich noch Dokumente gefunden aus der Zeit, als ich begonnen hatte, Blackout zu schreiben, weil ich habe diese Geschichten parallel zu schreiben begonnen und habe dann beschlossen, Helix ist mir noch zu Science Fiction, das ist zu weit weg, das geht so alles noch nicht. Und dann kam halt ein paar Jahre später, kamen eben wissenschaftliche Entwicklungen wie CRISPR-Cas etc. Und dann war es soweit, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt kann ich den Stoff wieder anfassen. Und bei Gier war es so, dass ich auch schon wahnsinnig lange mal etwas schreiben wollte über Wirtschaft, über wie unsere Gesellschaft funktioniert, über Ungerechtigkeit, über Wohlstandsverteilung. Und dann bin ich durch puren Zufall bei Recherchen zu eigentlich einem anderen Thema, was dann mein übernächstes Buch sein wird, auf diese Londoner Papiere gestoßen. Und dann habe ich plötzlich gewusst, okay, so kann ich jetzt eine Geschichte über unser Wirtschaftssystem schreiben. Also es ist sehr unterschiedlich, woher die Themen immer kommen, aber meistens beschäftigen sie mich schon lange. Und die Frage ist immer, wann weiß ich, jetzt kann ich eine Geschichte draus machen. Und das heißt, Sie wissen jetzt schon, wie Ihr übernächstes Buch aussehen wird? Ja, ich weiß, also das nächste ist ja inzwischen in den Vorschauen zu sehen. Da weiß man ja, das kommt, und ich habe selber schon gepostet auf Social Media, das kommt ja Anfang März. Und das übernächste, mit dem fange ich jetzt in den nächsten Tagen an zu schreiben. Das ist aber, muss ich Und auch können gestehen,
Eher die Ausnahme. Die anderen Male war es eher so bis jetzt, dass ich, nachdem ich eines geschrieben hatte, dann ein bisschen überlegt habe, was machen wir als nächstes, ein paar Dinge vorgeschlagen haben beim Verlag und dann haben wir uns schnell auf was geeinigt, weil wir meistens eh einer Meinung waren da hier oder eigentlich immer und dann habe ich das nächste Buch geschrieben und diesmal war es so, dass ich nach Gier zwei Stoffe vorgeschlagen habe und die werden es jetzt beide. Der erste wird halt das, was Anfang März kommt und das zweite wird dann halt das andere. Also das heißt, Ihnen fehlt es nicht an Ideen. Die Ideen, glaube ich, sind das geringste Problem. Also es gibt da draußen wahnsinnig viele Themen. Ideen kann man unendlich viele haben, aber eine Idee ist ja nichts wert oder nicht viel wert ohne Umsetzung. Also solange ich eine Idee habe, die dann immer nur in meinem Kopf bleibt, ist das zwar nett für mich, aber es hat ja niemand andere was davon. Deswegen muss man es irgendwann auch auf den Boden kriegen. Und dieses auf den Boden kriegen ist ja in Wahrheit die richtige Arbeit dann. Für mich zumindest. Ich habe in einem Kommentar in einer Rezension gelesen, da werden Sie als Weltuntergangsexperte betitelt. wenn Sie darüber nachdenken, wie unsere Welt irgendwann eventuell mal tatsächlich enden würde, haben Sie da eine Idee, woran würden Sie glauben, dass sie am ehesten zugrunde geht? Also, das kommt darauf an, wie wir jetzt unsere Welt definieren. Wenn wir das einfach als diesen Riesenhaufen aus Materie, diesen runden, der aus dem All so schön blau-weiß ausschaut, definieren, dann wissen wir, dass der irgendwann in ein paar Milliarden Jahren in einer aufgeblasenen Sonne verglühen wird. Wenn wir, und sonst kann er höchstens vielleicht viel Pech haben und von einem gigantischen Asteroiden getroffen werden, sonst wird diese Welt nicht so schnell untergehen. Eine andere Alternative ist, wenn wir von unserer Welt sagen, menschliche Zivilisation, da gibt es natürlich tausend Wege. Wir sind momentan gerade am besten Weg, da zumindest die klassische Art und Weise, wie wir sie die letzten 100, 200, 300 Jahre kannten, durch die Klimakrise ganz ordentlich an die Wand zu fahren. Wobei ich nicht glaube, dass sie uns umbringen wird, aber wenn wir sie nicht in den Griff bekommen, dann wird sie für herbe Schwierigkeiten sorgen. Aber wie gesagt, also da gibt es tausend Möglichkeiten, die Welt oder die menschliche Gesellschaft untergehen zu lassen, die ja auch schon in tausenden entsprechenden Filmen, Büchern durchprobiert wurden und wahrscheinlich fallen einem jeden Tag nochmal neue ein. Gucken Sie sich solche Filme auch an, wie The Day After Tomorrow oder so? Ah, großer Fan von solchen Filmen. Muss ich gestehen, das ist ein Guilty Pleasure. Katastrophenfilme, wenn sie gut gemacht sind, mag ich gern. Ja. Ist aber nicht die einzigen Filme, die ich mag, so ist es nicht. Ich weiß, dass in einem Ihrer Bücher ja auch schon mal ein Virus zumindest eine Rolle gespielt hat. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Sie mal ein ganzes Buch über einen Virus schreiben? Oder meinen Sie, davon haben momentan die Menschen genug? Naja, es ist ja so, dass wir das Thema Pandemie, das ist, wenn man mit dem Verlag gesprochen hat und mit meinem Agenten, war das immer wieder Thema. Willst du nicht einen Pandemieroman schreiben? Seit Jahren war das ein Thema. Und ich habe immer gesagt, nein, das interessiert mich nicht wahnsinnig, weil meiner Meinung nach gab es davon mehr als genug. Also zumindest, wenn man mein Alter schon erreicht hat, hat man damals den Film Outbreak mit Dustin Hoffman und anderen gesehen. Es gab in den späten 90ern einen ziemlichen Boom. Preston Child und andere, die haben lauter so Pandemieromane und Geschichten geschrieben. Das ging bis in die frühen Nullerjahre. Dann kam, wann war das, glaube ich, 2011, der Soderbergh-Film Contagious. Also ich fand, und in Wahrheit ist jede Zombie-Geschichte oder viele Zombie-Geschichten sind ja auch so Pandemie-Geschichten, weil das ja meistens durch einen Virus hervorgerufen wird. Also das hat mich eigentlich nie wirklich interessiert und jetzt natürlich noch weniger, weil jetzt erleben wir es eh selber und ich glaube nicht, dass danach jemand noch sowas lesen wird wollen, so schnell wieder. Könnten Sie sich vorstellen, in einem Ihrer Bücher unterzubringen, dass die Leute, wenn der Weltuntergang nahen würde, alle sich noch Klopapier horten? Wäre das eine Szene, die für Sie in Frage kommen würde?
Das ist ja eine interessante Geschichte. Also wenn man sich zumindest diese populäreren dieser Seuchengeschichten der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, also vor allem auch die Filme beispielsweise, die genannten, da kommt alles Mögliche vor, aber es kommt weder kommen Globerbier-Hamsterkäufe vor, es kommen zwar Hamsterkäufe vor, aber nicht nur Globerbier. Und zum Beispiel, was man nie sieht, sind Mundmasken. Das ist auch ganz interessant. Also Ja. das ist da stellt man sich was eines vor, und es gab irgendwann jetzt in den letzten Monaten ja auch einen recht populären Cartoon auf den sozialen Medien, den ich ganz witzig fand. Da lungern einfach zwei Menschen auf einer Couch herum am Sofa, und der eine sagt zum anderen, was in diesen Geschichten, in diesen Untergangsgeschichten nie beschrieben wurde, ist die Langeweile. Weil eben in Wahrheit, wir sitzen jetzt dann wieder mal zu Hause, also in Österreich zumindest sitzen wir vermutlich ab nächster Woche wieder in einem Komplett-Lockdown, und in Wahrheit passiert eigentlich nichts. Und das ist für einen Thriller eigentlich ziemlich unspannend. Und es ist aber ja halt gerade absolut die Realität. Also von daher kann man ja Genau. auch sehen, dass dann manche Weltuntergangsthriller nicht so wirklich realitätsnah sind. Was würden Sie Es sich hängt denn natürlich sichern? auch. Es liegt natürlich an dem Verlauf auch der Pandemie, das muss man schon sagen. Also es ist zwar ein Drama, ein großes, aber man stelle sich vor, das Ding wäre viel tödlicher, dann würden wir natürlich ganz andere Szenen erleben, das muss man auch sagen. Und das ist das, was dann die üblichen Katastrophenfilme natürlich machen oder Geschichten, das Ganze extremer zu machen. So wie ich es bei Blackout auch gemacht habe, halt den Strom ganz Europa ausfallen zu lassen und nicht nur in einer Stadt oder so. Was würden Sie sich denn sichern als erstes? Was würde ich mir sichern im Sinne von, wenn ich Wenn zu Hause bleiben müsste oder wenn ich ja, fliehen müsste oder wenn Sie zu Hause bleiben. wenn ich zu Hause bleiben müsste? Naja, ich bin ja dank meiner Recherchen für Blackout schon seit Jahren ganz gut ausgerüstet, wobei ich bin kein Prepper. Ich habe die behördlichen Empfehlungen zu Hause, die man halt haben soll für Lebensmittel, Wasser, Streichhölzer, bla. Zehn Insofern Tage ist würde das, ich ne? jetzt ja, für circa 10 Tage. Und insofern war ich und bin ich nach wie vor da relativ unbesorgt, weil das ist ja in der gegenwärtigen Situation auch so, dass man keine Sorge haben muss um die Grundversorgung. Zumindest, dass die ist ja nach wie vor sichergestellt. Wenn wir jetzt davon reden, in einem echten Extremfall, also in einer Superkatastrophe, wo ich ein Ding mitnehmen kann. Naja, das hängt von der Situation ab, würde ich fast sagen, je nachdem. Abgesehen von lieben Menschen, aber wenn wir jetzt mal von Dingen reden, ja, hängt ja von der Situation ab. Solange es zum Beispiel Kommunikationsmittel funktionieren, wäre es wahrscheinlich das Handy. Weil in jeder Krisensituation Kommunikation eine, wenn nicht die Schlüsselfunktion ist. Wenn die nicht mehr funktionieren würde, dann geht es um wahrscheinlich ganz grundsätzliche Überlebensdinge wie Wasser, Lebensmittel etc. Ich habe aber auch gelesen, dass Wein bei Ihnen auch zu Hause zumindest vorhanden Ja, sein also soll. ich käme durch die 10 Tage Krise, oder nicht Blackout, die ich im Buch beschreibe, käme ich mit den Weinvorräten zumindest getränkemäßig durch. Ich weiß zwar nicht, wie gesund das wäre, aber ein paar Gin Tonic wären auch noch drin oder Martinis, aber grundsätzlich ja, natürlich. Also. Aber das wäre trotzdem Ich nicht das glaube, Erste, was ich in Sicherheit bringen würde. nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, nach dem ersten Lockdown in diesem Jahr sind wir alle ein bisschen eher zugeneigt dem Alkoholkonsum gewesen als sonst vielleicht. Naja, puh. Ja, also zum Glück haben wir die geliefert noch. Das war ja der Vorteil. Genau. Ihr könnt jetzt nochmal eure Fragen stellen. Schreibt die gerne jetzt live in den Chat. Und solange erinnere ich nochmal alle, die neu dazugekommen sind, daran, wir sind hier bei Bookstock, dem Hugendubel Festival. Und Marc Elsberg, der Autor, der unter anderem hier geschrieben hat, beantwortet jetzt eure Fragen. Und ihr seht hier im Laufe der Veranstaltung immer mal so Buchstaben aufploppen. Notiert euch die gerne. Am Ende sind es 4 Stück und schickt die dann an events@hugendubel.de.
Und dann habt ihr die Möglichkeit, eins von fünf signierten Büchern von Marc Elsberg zu gewinnen. Und jetzt habe ich hier schon ein paar Fragen gelesen. Und zwar, woher nehmen Sie das detaillierte Wissen für Ihre Bücher? Ist alles selbst recherchiert? Ja, ich recherchiere im Wesentlichen selber, wobei, oder sagen wir mal, es ist eine Mischung. Ich recherchiere sehr, sehr viel selber, also ich lese sehr viel, vor allem natürlich auch im Internet. Das ist für jemanden wie mich ein Segen, also die Recherche, die ich heute machen kann, das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, weil da hätte man in Bibliotheken rennen müssen oder womöglich auf der halben Welt Bibliotheken und Fachmagazine anschreiben oder abonniert haben müssen. Heute findet man das alles online. Was aber auch das Problem ist, dass es so viel ist, dass man in diesem Wust da draußen das Richtige finden muss. Deswegen spreche ich auch immer Experten an auf den jeweiligen Gebieten, die ich frage, ob sie mir Fragen beantworten. Und das war interessanterweise, bei Blackout war es ja, da war ich ein unbekannter Autor, da hat ja niemand gewusst, mit wem er da zu tun hat. Und da bin ich dann zum Beispiel wirklich zu, wie ein Journalist das tun würde, zu Energieunternehmen gegangen oder habe sie kontaktiert und habe gefragt, ich möchte ein Buch über einen großen Stromausfall schreiben. Würde mir bei Ihnen jemand was darüber erzählen? Und das Interessante war, ich hätte ja gedacht, die meisten wollen über so ein Thema nicht mit jemandem sprechen. Die meisten haben mir interessanterweise Termine gegeben. Wahrscheinlich haben die geglaubt, da wird nie ein Buch daraus. Und haben mir dann auch noch sehr viel erzählt. Und nach dem Erfolg von Blackout war es dann wesentlich leichter und mit jedem Buch erneut, weil die Leute dann mein Buch kannten. Und wenn ich jemand angesprochen habe, dann haben die gesagt, ah, das ist der Blackout gemacht hat und der hat da was Vernünftiges draus gemacht. Und insofern ist das heute für mich ganz gut, weil ich kann Leute ansprechen und die meisten sind bereit, mit mir zu sprechen und mir Informationen zu geben. Was insofern ein Vorteil ist, weil wenn ich in einer Geschichte, gibt es dann irgendwann so Spezialthemen. Da muss man irgendwie eine Information darüber finden und da kann man entweder 5 Stunden im Internet herum recherchieren oder man schießt irgendwie seinem Gespräch, einem seiner Recherche Gesprächspartner schnell ein E-Mail rüber oder eine WhatsApp-Nachricht und fragt, weißt du dazu was? Und meistens können die das relativ schnell und einfach beantworten oder mir zumindest einen Hinweis geben, wo ich was finde im Netz. Und das ist natürlich immens hilfreich und zeitsparend. Natürlich auch, weil Ihr Name jetzt so bekannt ist, dass man damit immer was anfangen kann. Ja. Aber hier war gerade noch eine andere Frage. Wie war das vor Blackout zum Beispiel? Hatten Sie da schon im Gefühl, ich meine, Sie haben ja vorher auch schon Bücher geschrieben, aber hatten Sie vor Blackout das Gefühl, das wird jetzt richtig groß? Nicht so lange ich es geschrieben habe. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich habe ja schon bei meinem allerersten Buch gedacht, das wird riesengroß und dann haben es wahrscheinlich ein paar Freunde und Verwandte gekauft und dann ist es wieder verschwunden und bei den nächsten habe ich auch immer gedacht, das sind ja geniale Bücher, die müssen riesengroß werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer vorher abzuschätzen oder zu fühlen oder zu spüren. Es gehört auch sehr, sehr viel Glück, glaube ich, und Zufall immer wieder dazu. Wenn man das Beispiel Blackout hernimmt, das ist ein sehr, sehr okay Buch, kann man nichts sagen, aber ich war 2010 halbwegs fertig damit oder da waren von den 800 Seiten 600 geschrieben und dann hat mein Agent gesagt, jetzt verschicken wir es mal an die Verlage und dann lag es im Frühjahr 2011 bei den Verlagen justament in dem Augenblick, als in Fukushima ein Atomkraftwerk explodiert, in Deutschland die neue Energiewende ausgerufen wird und die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen und dann sagen alle großen Energieversorger, oh, wenn wir das machen, kommt ein Blackout. Und exakt in dem Moment liegt ein Buch mit dem Titel und mit dem Szenario auf dem Tisch in der Verlage. Also das sind so Dinge, die kannst du ja nicht planen. Und insofern, also was so wie immer, habe ich vorher gedacht, ja, das wird ein spannendes Buch, dass ich schreiben möchte und das war für mich aber eigentlich immer der Hauptbeweggrund, meine Bücher zu schreiben, wenn ich die Geschichte und das Thema spannend finde. Ob das dann ein super Bestseller wird oder nicht, klar hofft man das,
Aber dass man es erwartet, das fände ich vermessen und habe ich auch in der Form nicht getan. Es war dann was anderes als bei Blackout, der Verlag das Manuskript gekauft hat und man schon gewusst hat, okay, er will da was Größeres damit machen. Dann hat man sich gedacht, okay, vielleicht wird das was. Und wenn Sie die Bücher schreiben, fragt Marie, welche Taste auf Ihrem PC benutzen Sie dann am meisten? Können Sie das sagen? Ja, das kann ich sagen. Wahrscheinlich ist es, das ist aber noch so ein Reflex. Das wird sich vielleicht ändern oder hat sich fast schon geändert. Bis vor einem Jahr oder einem halben Jahr würde ich sagen, wäre es gewesen, die Kombination Apfel-C Apfel-S für dauerndes Zwischenspeichern. Das war so ein Ah ja. Reflex, dass ich dauernd zwischengespeichert habe. Weil jeder von uns wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht hat, tipp, 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 tipp. Und dann plötzlich nach 10, 20 Seiten vergessen Fällt der zwischenzuspeichern, das Kopf Ding auf die stürzt ja ab Tastatur? und es ist alles weg. Und deswegen hat man sich irgendwann angewöhnt, dieses ganz automatische, dauernd Ass, 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 Ass. Und nachdem ich aber inzwischen so ein bisschen sehr viel auch online arbeite oder das in der Cloud oben habe zum Teil, die automatisch laufend speichert, ist das jetzt ein bisschen weniger geworden und dann würde ich sagen, jetzt inzwischen ist wahrscheinlich die Haupttaste löschen. Also was man gerade Löschen geschrieben Sie hat, viel, löschen. schreiben Sie viel und Ja, also ich bin ein Schreiblöscher. Ich hätte wahrscheinlich größte Schwierigkeiten auf Papier zu schreiben, weil ich schreiben würde und dann sofort wieder die Hälfte durchstreichen und fünf neue Wörter stattdessen drüber schreiben, von denen ich wieder drei durchstreiche und dann ist schon kein Platz mehr. Also das, ich bin jemand, der erst beim Schreiben denkt. Also vorher, wenn ich ein weißes Blatt hätte, würde ich mir keine große Mühe geben, jetzt erstmal zu überlegen, was für Worte verwende ich da. Das kommt bei mir so als Floh raus aus dem Kopf, obwohl ich eigentlich ein Planer bin der Geschichte. Also ich plane schon Szene für Szene, zumindest für das erste Viertel der Geschichte und weiß auch für den Rest der Geschichte so Schlüsselszenen und Abläufe. Aber beim Schreiben selber einer Szene lasse ich es einfach fließen. Und da kommt dann aber halt auch raus, dass man oft immer wieder was anders machen muss. So und genial bin ich ändern Sie nicht, dann dass das Satz? sofort eins zu eins am Blatt passt. Und ändern Sie dann Satz für Satz oder gehen Sie, wenn Sie ein bisschen drüber geschlafen haben, dann noch mal alles durch und ändern dann eher so Das ist größere Blöcke? das. Das ist dann ein anderer Teil der Arbeit natürlich, was ich üblicherweise mache, das hilft mir auch jeden Tag ins Schreiben wieder reinzukommen, dass ich als erstes in der Früh das mir anschaue, was ich am Vortag geschrieben habe. Und dabei wird noch einmal ein bisschen was korrigiert. So viel ist das da aber meistens gar nicht mehr. Das mache ich tatsächlich während des Schreibens, aber ab und zu gibt es natürlich schon was. Und dann schreibe ich weiter. Also es gibt einerseits dieses permanent Schreiben, Korrigieren im Flow und dann diese zweite Phase, wenn man den Tag oder die Nacht oder 2 Tage Abstand hat, nochmal das Überarbeiten. Und dann gibt es später natürlich auch noch Überarbeitungsphasen immer wieder. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein, und zwar, ob Sie mit Ihren Büchern auch irgendwie die Menschen warnen oder so ein bisschen wachrütteln möchten. Mit Gier vielleicht ein bisschen, weil wie gesagt, da ist eben sind diese Konzepte drinnen, die wirklich, wirklich revolutionär und spektakulär sind, die Leute kennen sollten. Und bei den anderen Büchern war es ganz einfach so, und bei Gier ist es ja auch so, also das ist bei allen meinen Büchern so, ich schreibe, habe ich vorher eh schon gesagt, erst einmal Dinge, die mich interessieren, die ich spannend finde. Wachrütteln ist eigentlich, spielt dabei keine Rolle. Ich find eher spannend, den Aspekt der Wissensvermittlung auf eine andere Art und Weise als in einem Sachbuch. Also das möchte ich schon, dass Leute über Themen, die vielleicht noch ein bisschen unterbeleuchtet sind,
ein bisschen mehr nachdenken, sich ein bisschen Gedanken dazu machen, vielleicht sogar überlegen, wenn Sie eine sehr vorgefasste Meinung dazu haben, die einmal ein bisschen aufzubrechen und zu überlegen, oh, so könnte man das ja auch sehen. Aber warnen in dem Sinn nicht eigentlich. Es ist eher so, ich möchte die Leute anregen zum Denken. Was Sie gerade sagten mit dieser Wissensvermittlung, das ist auch was, was man viel in Kommentaren über Ihre Bücher liest, dass wenn man die ganzen Szenen und die Spannung und so rausnehmen würde, dass man teilweise das Gefühl hat, dass es auch ein Sachbuch sein könnte, weil die Recherchen so tiefgründig und gut auch sind. Ich stelle mir vor, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, wenn Sie eben da in so ein Elektrizitätswerk da mit den Menschen sprechen und so. Das ist doch schon sehr aufwendig, oder? Es ist sehr aufwendig, deswegen kann ich auch nicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr ein neues Buch rausbringen, weil das sehr, sehr viel Arbeit ist, die mir aber im Übrigen auch sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Ich finde, es gibt kaum wenig Lustigeres oder Interessanteres und Spannenderes, als sich mit Leuten zu unterhalten, die etwas von ihrer Sache verstehen, die womöglich sogar ganz besonders auf ihrem Gebiet sind. Ich liebe Gespräche mit Wissenschaftlern, auch wenn man sich manchmal denkt, ich verstehe gerade kein Wort von dem, was du sagst. Erklär es mir so und dann ist es ja mein Job herauszukitzeln, es so verständlich zu machen, dass ich es zuerst mal verstehe, dass ich es dann den Leserinnen und Lesern verständlich machen kann. Aber das ist einer der großartigsten Teile meines Jobs, mit diesen Menschen zu reden, sie zu verstehen und ihre Begeisterung zu spüren und zu versuchen, diese Begeisterung, die sie für diese Sache haben, in irgendeiner Form dann auch zu vermitteln, dem breiteren Publikum, der breiteren Leserschaft. Und ich stelle mir das manchmal sehr schwierig vor, weil ich höre dann so Wörter wie Ergodizität und das dann alles erstmal selbst zu verstehen und dann zu übersetzen. Das ist ja schon eine Kunst an sich eigentlich. Ja, die Ergodizität, das war sein eigenes Thema. Ja, aber das ist, muss man sagen, wenn man es einmal, ich will fast sagen, gelernt hat, dann weiß man natürlich bis zu einem gewissen Grad, wie es geht. Was mir da sicher sehr, sehr stark hilft, das darf man nicht vergessen. Ich habe ja über 20 Jahre in der Werbung gearbeitet, als Kreativer, als Texter, als Kreativdirektor, als strategischer Planer. Und da macht man ja eigentlich nichts anderes die ganze Zeit, als zu versuchen, oft relativ komplizierte Dinge den Menschen auf eine einfache, berührende, bewegende Art näher zu bringen. Also denken wir an ein Auto. Ein Auto ist ein hochkomplexes Gerät. Und da muss man dann eine einseitige Anzeige oder einen 30 Sekunden langen Spot machen und die Leute sollen danach verstanden haben, worum es im Kern geht bei diesem Ding. Also ich habe das ja 20 Jahre lang üben können, auf einem anderen Gebiet, mir Gedanken zu machen, wie vermittelt man komplexe Inhalte auf eine Art und Weise, dass sie die Menschen berühren. Weil das ist ja der Unterschied zum Sachbuch. Im Sachbuch beschreibe ich Dinge. Es gibt zwar auch sehr, sehr, sehr gute erzählende Sachbücher, die sind so an der Grenze, die einen auch emotional berühren können, aber im Roman kann ich natürlich noch einmal einen Schritt weitergehen diesbezüglich. Und wie lange brauchen Sie denn so für ein Buch, weil Sie gerade meinten, Sie können jetzt nicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr eins rausbringen? Naja, das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, was man jetzt als Dauer der Buchentstehung nimmt. Wenn man den reinen Schreibprozess hernimmt, dann ist das oft ein halbes Jahr. Also wenn ich überlege, das kommende Buch, das jetzt erscheint im März, geschrieben habe ich daran 6 Monate und da sogar mit Unterbrechungen. Also das geht dann irgendwann schon relativ flott. Manchmal muss man dazwischen Pause machen, weil man was nachrecherchieren muss, aber das sind dann vielleicht nur ein paar Tage oder man kann ja inzwischen einen anderen Handlungsstrang mal weiterschreiben. Das geht dann schon. Aber wie vorher schon gesagt, die Themen dieser Geschichten haben mich oft ja schon jahrelang beschäftigt und ich habe auch oft schon jahrelang Material dafür gesammelt, das ich dann auch wieder zusammensuche. Aber die eigentliche Schreibarbeit ist irgendwo zwischen
zwischen 4 und 8 Monate, würde ich sagen. Und dann kommt halt noch die Überarbeitungsphase mit dem Lektorat dazu. Das sind noch einmal ein paar Wochen. Und dann sind noch Fahnenkorrekturen und so, aber so in etwa. Wie ist das für Sie, wenn Sie haben ja schon eigentlich längst dieses Buchprojekt abgeschlossen, wenn das dann rauskommt, wie ist das für Sie, wenn Sie dann wieder dahin zurück müssen? Kriegen Sie das emotional so hin, sich da wieder so reinzufühlen? Ja, das geht schon. Ich bin das ja, also zu meiner eigenen Überraschung, ich habe es ein bisschen lernen müssen natürlich auch, weil man denkt natürlich, okay, man schreibt dieses Buch, dann ist es draußen und dann macht man vielleicht noch ein paar Lesungen ein paar Monate lang und dann widmet man sich dem nächsten Buch oder hat es vielleicht eh schon geschrieben und dann kommt das raus. Und das ist ja für mich auch ein bisschen, und ich weiß nicht, ob das bei so vielen anderen Autorinnen und Autoren auch der Fall ist. Blackout ist vor inzwischen fast 8,5 Jahren erschienen und ich werde noch immer jedes Jahr dutzendfach eingeladen, Diskussionen, Beiträge zu halten. Das heißt, ich muss mich ja immer wieder mit dem Thema beschäftigen, auch weil es mich interessiert. Also das ist ja eigentlich ein sehr, sehr spannender Prozess, mitzubekommen. Da hat man so ein Buch draußen zu einem Thema, das auch wirklich Leute bewegt hat, Dinge zu tun, sich Dinge zu überlegen und dann zu sehen, was es gemacht hat über die Zeit hinweg mit den Menschen, dass es da Reaktionen gegeben hat, dass ganze Länder irgendwie das hergenommen haben als Blaupause für eine Sicherheitsübung oder sonst irgendwas. Und was sind daraus dann wieder die Erkenntnisse? Insofern habe ich das über die Jahre jetzt schon gelernt, aber es ist schon immer wieder, wenn ich ein Buch gerade schreibe, bin ich da natürlich schon sehr stark drinnen. Und ich glaube, das kennen viele von uns Autorinnen und Autoren. Es ist dann auch immer schwierig, ein Ende zu finden. Also da helfen mir am besten auch die Deadlines, sonst würde man ewig weitermachen. Da könnte man noch ein Buchstaben austauschen und dort. Und dann tauche ich ein ins nächste. Und dann, ja, taucht man dazwischen halt immer wieder so ein bisschen auf zu den früheren Büchern, weil man zum Teil, weil man gefragt, also vor allem weil in meinem Fall, weil ich immer wieder gefragt werde und weil es mich auch interessiert, wie sich dieses Kindchen, das man da irgendwann mal auf die Welt gebracht hat, weiterentwickelt. Ich stelle mir das irgendwie wie so ein kleiner Jonglierakt irgendwie vor, weil Sie haben ja auch 9 Bücher, glaube ich, jetzt schon rausgebracht, richtig? Ja, wobei 4 als Mark Ellsberg, ne? Und die anderen, die sind sozusagen unter ferner Liefen. Bei denen ist das ja nicht der Fall. Die gibt es auch höchstens, glaube ich, noch irgendwo im Antiquariat. Aber die 4 Mark Ellsberg, bei denen ist das tatsächlich so, das ist ein bisschen ein Jonglieren, das stimmt schon, ja. Heute Plus. muss ich über Gier reden, am Mittwoch habe ich über Blackout geredet, letzte Woche habe ich mal über Zero geredet und muss es nächste Woche auch wieder. Also ja, und dazwischen denke ich schon ans übernächste Buch jetzt. Und Sie haben ja auch in den Büchern jeweils die verschiedenen Handlungsstränge. Sie sagten ja gerade, Sie schreiben manchmal an dem einen und dann kommen Sie da nicht weiter und dann nehmen Sie den nächsten. Das kriegt man auch so ohne Probleme hin, da hin und her zu switchen. Ich bin, wie gesagt, jemand, ich habe das auf einer Lesereise in den USA vor 3 Jahren zum ersten Mal gehört. Da hat jemand gemeint, im angelsächsischen Raum unterscheidet man ein bisschen zwischen Architects and Gardeners, also zwischen Architekten und Gärtnern. Bei Autorinnen und Autoren, die einen sind also eher die Planenden, die Architekten, wie das schon so erkennbar ist, und die Gardeners sind die einfach schreiben. Und am Anfang noch gar nicht wissen, wie die Geschichte weiter, geschweige denn, wie sie ausgeht. Ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten. Ich bin eher der Planer, also ich weiß ziemlich genau, wie die Geschichte läuft. Plane sie auch sehr genau. Fürs erste Viertel, wie vorher schon erwähnt, habe ich meistens wirklich eine Szenenübersicht. Szene für Szene weiß ich, was da passieren wird. Da gibt es immer so ein paar Stichworte. Früher habe ich da wirklich kleine Post-its auf einem großen Karton gehabt, die ich so hin und her geklebt habe. Und auch für den restlichen Dreiviertel der Geschichte weiß ich so relativ genau, wie es laufen soll. Die Erfahrung hat mich aber auch gelehrt, dass es keinen Sinn hat, für mich zumindest die Geschichte komplett durchzuplanen, weil ja dann doch immer wieder während des Schreibens, und den Raum gebe ich meiner Intuition und meiner Spontanität schon,
andere Dinge passieren. Man schreibt irgendwas und hat eigentlich vorgehabt, in der Szene passiert das und das. Und während des Schreibens passiert was anderes. Weiß der Teufel warum? Das ist irgendwo da. Und dann überlegt man kurz, ist das gut oder nicht? Meistens gebe ich dem dann nach und sage, okay, ja, ich würde schon einen Grund geben dafür, dass da hier irgendwie das anders machen will. Und dann muss ich halt umplanen. Es ändert aber im Allgemeinen nichts am Ausgang der Geschichte. Also es ist wie eine Karte, wo man einen Anfangspunkt und ein Ziel hat, wo man hin möchte. Und der Weg war so geplant und jetzt wird er dann vielleicht so. Aber das ist in Ordnung. Ich habe noch gleich ein paar Fragen dazu, wie Sie sich Ihre eigenen Geschichten vorstellen. Erinnere nur noch einmal daran, wir sind ja hier jetzt gerade bei Bookstock, einem Festival von Hugendubel, und im Laufe der Veranstaltung blitzen hier vier Buchstaben auf. Einige waren hier auch schon zu sehen. Die könnt ihr euch notieren und dann an events@hugendubel.de schicken und dann habt ihr die Wahl eines von fünf signierten Exemplaren von Gier. Signiert von Marc Elsberg natürlich zu gewinnen. Bezüglich Ihrer Geschichten, Sie haben, verbildlichen Sie das, Ihre Charaktere zum Beispiel, sehr im Kopf? Sehr, das geht so weit. Also meine Charaktere, für die schreibe ich meistens auch, bevor ich überhaupt loslege, relativ lange Lebensläufe. Das sind oft seitenlange Lebensläufe, die bis in die zweite, dritte Generation, Großelterngeneration oder so gehen können. Und das Verbildlichen geht bei mir so weit. Ich habe ja vorher schon erzählt, ich komme ursprünglich eigentlich aus der optischen Ecke. Ich habe gedacht, eben, ich wäre Künstler, Comiczeichner oder sonst was. Aber auch in der Werbung, als ich dann begonnen habe, zuerst als Artdirektor begonnen, bin erst in der Werbung zum Schreiben gekommen eigentlich. Also mein Berufswunsch als Kind war oder als Jugendlicher war nie Autor. Da waren diverse andere. Und das geht so weit, dass ich heute manchmal, wenn ich nicht so recht weiterkomme beim Plotten, also beim Überlegen, wie schaut diese Geschichte aus, oder manchmal auch zwischendrin, dass ich mir eine Art kleine Storyboard skribble. Also da schreibe ich dann nicht mehr, sondern das ist dann wirklich so wie ein Storyboard, wo lauter kleine Fensterchen drinnen sind, in denen ich mir diesen aufzeichne. Also so stark verbildliche ich mir das. Und wie Buchstäblich. ist das, denn, wenn dann eine Produktionsfirma kommt und sagt, die Cynthia ist jetzt die Heike Makatsch? Können Sie das denn so übereinbringen, wenn das Ach, verfilmt das wird? fand ich ganz toll, wie die mir gesagt haben, dass die Heike Makatsch das macht, war ich ja völlig aus dem Häuschen. Großartige Schauspielerin, fabelhaft. Also es kommt noch dazu, also ich bin, wie gesagt, es wird ja jetzt gerade Zero und Blackout werden ja gerade verfilmt in Berlin. Und es gibt bei beiden einen ganz tollen Cast. Wenn ich aber auch etwas gelernt habe in 20 Jahren Werbung, ist, dass es sehr unterschiedliche Medien gibt und dass man in den unterschiedlichen Medien Geschichten unterschiedlich erzählt. Also in einem Buch erzähle ich eine Geschichte anders als in einem Film. Und außerdem, und da bin ich vielleicht pragmatisch genug, weiß ich, speziell beim Film, das ist dann auch ähnlich wie in der Werbung seinerzeit, da reden ja 100 Leute mit und jeder weiß es besser. Und am Schluss kommt halt ein bisschen was anderes heraus, als du vielleicht in deinem Kopf gehabt hast. Das ist aber auch in Ordnung so, weil das war ja nur in meinem Kopf und es ist schon ein Buch, auch wenn man ein Buch liest, ist ja in jedem Kopf entsteht ja ein anderes Bild. Also das, was ich anfange zu beschreiben, entwickelt sich ja im Kopf der Leserinnen und Leser weiter. Und wenn man 10 Leserinnen und Leser meiner Bücher fragt, wie schaut Piera Manzano aus oder wie schaut Cynthia Bonsend aus oder jetzt in Gier, wie schaut Fitz aus, dann wird man wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten bekommen. Sie werden zwar nicht so völlig unterschiedlich sein, weil ich sage ja schon, dass der 1,90 Meter groß ist oder so und keine Haare hat. Ob der ein bisschen pummeliger ist oder ein bisschen hagerer oder sonst was, das entsteht dann schon im Kopf der Leute. Und insofern ist das dann auch in den Filmumsetzungen okay, wenn man da wen anderen nimmt. Und manchmal ist es sogar toll, wenn man ganz wen anderen nimmt. Das ist jetzt zwar weniger eine Figurengeschichte, es ist zum Beispiel, das verrate ich jetzt mal, es ist bei Blackout, ich habe ja die Drehbücher gelesen und es gibt bei Blackout eine Idee,
der Drehbuchautoren, da bin ich richtig neidig, dass sie die gehabt haben in der Handlung, dass ich die nicht hatte. Und ähnlich ist es dann bei Besetzungen oft, dass die vielleicht sogar besser erkennen, für den Charakter, zumindest so wie wir jetzt in dem Film brauchen, eine andere Figur nehmen als im Buch original, man sich vielleicht vorgestellt hätte. Das kann aber Das hat natürlich ja auch auch. schiefgehen, keine Frage. Also. Aber meistens hat es ja einen Grund, warum da auch eine Produktionsfirma hinter ist, die genau weiß, wie man sowas übersetzt und das nicht, zumindest in den meisten Fällen ja nicht der Autor oder die Autorin selbst dann die Drehbücher auch noch schreibt dafür. Ja, manche Autoren machen das schon und wenn sie es gelernt haben, Ja. ist das ja auch in Ordnung. Ich überlege gerade, ja, genau, das war, wie es das erste Mal darum ging, Blackout zu verfilmen. Das hatte zuerst eine andere Produktionsfirma sich schon gesichert, als die, die es jetzt hat, hat es dann aber wieder gelassen. Und da haben wir im Gespräch, habe ich gesagt, ich würde gern an den Drehbüchern mitarbeiten, aber nicht, weil ich mitbestimmen wollte, sondern eigentlich eher, um den Prozess kennenzulernen. Und die haben ziemlich lange um den heißen Brei herumgeredet, um irgendwann zu sagen, bevor wir den Autor an den Drehbüchern mitarbeiten lassen, geben wir lieber ihrer Frau eine Nebenrolle. Also, ja, die wissen schon, warum sie ihre professionellen Drehbuchautoren haben. Okay, aber Sie übernehmen ja auch eine Rolle in beiden Filmen. In Blackout soll ich eine kleine Cameo-Rolle übernehmen, aber ob ich es dafür übernächste Woche nach Berlin schaffe, steht momentan mehr als in den Sternen, weil Reisen momentan ja nicht gerade so einfach ist. Obwohl ich es ja spannend fände, mal auf dem neuen Berliner Flughafen zu landen. Ja, den würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal sehen. Wenn wir jetzt hier gleich die Schlussrunde machen, dann könnt ihr jetzt noch ein paar Fragen hier reinstellen. Ich habe eben schon gesehen, dass eine Frage, die ganz dringend beantwortet werden möchte, ist, welchen Autoren oder welchen Autoren Sie selbst gerne lesen. Das ist immer wieder anders. Das sind ja so Phasen, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Also ich könnte zum Beispiel weder einen Lieblingsautor noch ein Lieblingsbuch nennen. Das ist immer wieder, wer andere Lieblingsautor würde ich sowieso nicht sagen. Und Lieblingsbücher hat man im Laufe seines Lebens so viele gehabt und dann hat man versucht, sie irgendwann wieder zu lesen und hat sich zum Teil gefragt, um Gottes Willen, wie konnte ich das jemals mögen? Bei anderen denkt man sich, ja, ich verstehe, dass ich das gern gemocht habe. Inzwischen wäre es auch nicht mehr mein Lieblingsbuch. Also insofern kann ich das wirklich so nicht beantworten, weil ich auch wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Dinge lese, wie er vorher schon geschrieben hat, neulich zum Beispiel. Ein buchlanges Gedicht kann auch ganz toll sein. Fand ich großartig. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingsbuch wäre, gar nicht. Aber es ist was Interessantes gewesen, zumindest. Wenn man auf den engeren Bereich geht, zum Beispiel des Genres, in dem ich ja selber auch schreibe, gibt es natürlich einige, die ich immer gern gelesen habe und wahrscheinlich habe ich dann deswegen auch so angefangen, sowas zu schreiben wie Michael Crichton seinerzeit, der ja was Ähnliches gemacht hat. Das wäre so ein Beispiel. Im Krimi-Bereich finde ich ganz interessant, interessanterweise immer so ein paar von den Franzosen, zum Beispiel Jean-Claude Izzo, fand ich toll, diese Massé-Trilogie, die er geschrieben hat, oder auch Manotti, seine französische Autorin. Aber ich würde sie nicht als meine Lieblingsautoren bezeichnen. Es sind zwei, drei jetzt gewesen unter vielen, die ich über die Jahre gern gelesen habe. In Ihrem nächsten Buch, das können wir Ihren Fans ja aber auf jeden Fall schon mal erzählen, geht es um den Fall des US-Präsidenten. Können Sie uns da ein bisschen was zu verraten schon? Naja, der Titel ist tatsächlich Der Fall des Präsidenten und der Titel ist auch Programm. Das ist auch nicht zu viel verraten, weil das ist ja gleich die erste Szene, in der ich wollte einmal einen ehemaligen US-Präsident ins Gefängnis bringen. Und genau das passiert. Da wird ein ehemaliger US-Präsident im Auftrag des Internationalen Gerichtshofs verhaftet wegen Kriegsverbrechen.
und muss in Athen erstmal ins Gefängnis und dann geht es darum, ob er nach Den Haag ausgeliefert wird oder nicht und natürlich um die ganze Hintergeschichte. Einerseits das Thema, das damit natürlich verbunden ist und natürlich gibt es dann einen Whistleblower, der in Gefahr gerät, weil er ja, man braucht Beweise gegen diesen Präsidenten. Es gibt eine junge Juristin vom Internationalen Gerichtshof, die in Athen vor Ort ist und dafür sorgen muss, dass der Präsident eben drinnen bleibt und die Amerikaner schicken ein eigenes Team, um ihn rauszuholen. Und das wird so in etwa die Geschichte sein. Der Fall des Präsidenten. Ein US-Präsident hinter Gitter. Das ist was, was sich wahrscheinlich momentan viele Menschen wünschen. Vielleicht ist ihr Buch da gerade aktueller, als sie beim Schreiben noch dachten. Marc Elsberg, vielen Dank, dass Sie sich heute so viel Zeit für uns genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben hier. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie bei Bookstock waren und ihr habt jetzt vielleicht auch schon alle 4 Buchstaben aufgeschrieben, hoffentlich. Dann könnt ihr eines von 5 signierten Exemplaren von Marc Elsberg gewinnen. Schickt die 4 Buchstaben an events@hugendubel.de und ihr könnt die nächsten Tage auch mal in die Hugenduben-Filialen vorbei, in den also heute habe ich es hier mit den Hugendubel-Filialen, könnt ihr mal vorbeigucken, da gibt es Bücher und da könnt ihr das Cover nicht erkennen, da steht nur der Anfangssatz vorne drauf und das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Clou, dass man nur anhand eines Satzes mal entscheiden muss, welches Buch man kauft, weil man weiß auch nicht, von wem das geschrieben ist. Guckt da gerne mal vorbei und ansonsten geht das Festival auch noch weiter, morgen zum Beispiel noch mit Laura und mir und Sebastian Fitzek und da freuen wir uns auch, wenn ihr da dabei seid. Vielen Dank, Marc Elsberg. Ich danke schön, es hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Wiedersehen.